Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu der Coffee Lecture PowerPoint Begeistern statt Langweilen. Zu Beginn möchte ich Ihnen einen Überblick bieten, was Sie in den nächsten etwa 15 Minuten erwartet. Nach einer Einführung greife ich den Forschungs- und Wissensstand rund um Präsentationen auf. Im Wesentlichen verwendet werden diese beiden Präsentationsstile, der konventionelle und der kreative. Schließlich zeige ich praktische Tipps für erfolgreiche Präsentationen und am Ende weiterführende Videos sowie Literatur. Wenn wir ehrlich sind, sind wir oft gelangweilt von PowerPoint-Präsentationen. Manchmal sind wir auch gezwungen, den Spagat zwischen Zuhören und Mitschreiben bei überladenen Folien zu schaffen, weil wir die Inhalte vielleicht für eine Prüfung oder einen Bericht benötigen. Dann fertigen wir lückenhafte Notizen an und fragen spätestens nach dem Vortrag nach, ob die Folien bereitgestellt werden. Eher selten lassen wir unsere Enttäuschung über lieblos aneinandergereihte Slides zu. Doch manchmal gibt es auch Hoffnung. Man sagt zum Beispiel Steve Jobs nach, er habe die kognitionswissenschaftlichen Erkenntnisse von Richard Meyer in seinen Folien umgesetzt. Und diese schauen wir uns nachher noch genauer an. Und da sind auch noch die Situationen, in denen wir selbst Präsentationen halten müssen. Wir sind aufgeregt, wollen nichts falsch machen und uns auf gar keinen Fall blamieren. Was eine gute oder schlechte Präsentation ausmacht, wird aus vielerlei Richtungen beschrieben. Es gibt technisch ausgerichtete Tutorials mit einem bunten Strauß an Kniffen, inspirierende TED-Talks, konventionelle Weisheiten von vielerlei Experten, Ratgeber, die sich auf Modelle beziehen, zum Beispiel die Kognitionswissenschaft und natürlich echte wissenschaftliche Forschung. Aus meiner Sicht hilft uns alles weiter, was der Reflexion unserer Präsentationspraxis dient. Die interessantesten und wichtigsten Aspekte greife ich in diesem Vortrag auf. Beginnen aber möchte ich mit einem kleinen Experiment. Versuchen Sie sich einmal selbst zu beobachten, wenn ich die nächste Folie zeige. Und zwar dabei, was Sie tun und was Sie fühlen. Okay, das ist ungewohnt, aber versuchen Sie einmal, sich darauf einzulassen. Alle bereit? Auch wenn ich inhaltlich über das Gleiche spreche, haben die meisten Menschen große Schwierigkeiten, dem gesprochenen Vortrag zu folgen, mir also zuzuhören und gleichzeitig den Folientext zu lesen. Sie werden sich entscheiden müssen, ob Sie zuhören oder ob Sie die Punkte lesen. Beim Leseversuch nutzen die meisten Menschen die innere Stimme, weil wir so lesen gelernt haben. Obwohl wir den Text über die Augen wahrnehmen, kommt es daher zum Konflikt mit meinem Sprachvortrag. Zusätzlich knifflig ist, dass Sie die gelesenen Sätze dekodieren müssen, was zusätzlich Aufmerksamkeit erfordert. Wenn Sie Glück haben, rede ich so langsam oder über Nebensächliches, dass Sie sich durcharbeiten können. Vermutlich versuchen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit hin und her zu springen und Text und Sprache zusammenzubringen. Stellen Sie sich jetzt noch vor, Sie müssten Notizen machen. Mit dem, was ich gerade mache, überfordere ich Sie also systematisch und behalten werden Sie sich davon wenig. Tja, was können Sie tun, wenn Sie einen solchen Vortrag hören? Entscheiden Sie sich zunächst, ob Sie zuhören wollen oder die Folien lesen. Ignorieren Sie einfach das andere. Und vor allem hadern Sie nicht mit sich selbst. Es liegt nicht an Ihnen. Henning Lobin hat Präsentationen an der JLU erforscht und 2012 das Buch Die wissenschaftliche Präsentation publiziert. Darin stellt er zwei Präsentationsstile vor und gibt wertvolle Tipps zur Gestaltung. Der erste ist der konventionelle Stil, der zweite der kreative. Für diese und die nächste Folie muss ich mich entschuldigen. Es sind keine Beispiele für gut gestaltete Folien. Stopp, bitte nicht lesen. Wenden Sie die gerade genannte Strategie an und ignorieren Sie die Bullet Points. Ich gehe auf diese ohnehin nicht weiter ein.
diese Folien stehen stellvertretend für die Art, ja, wie sie uns sehr häufig begegnen. Diese Folie visualisiert in etwa die Häufigkeit konventioneller Präsentationen im Vergleich zu kreativen. Schätzungsweise sind 95% konventionell. Ja, warum dominiert der konventionelle Stil, wenn er doch möglicherweise nicht optimal ist und langweilig wirkt? Der Grund ist, dass konventionelle Folien in erster Linie die Vortragenden unterstützen. Diesen bietet er einige Vorteile. Die Standardvorlagen sind voreingestellt. Es ist extrem einfach und schnell, Aufzählungslisten zu erstellen und andere Elemente einzufügen. Der Stil ist vertraut. Wir sehen ihn fast überall und man entspricht scheinbar den Erwartungen. Man kann sich am Inhalt entlanghangeln. Die Aufmerksamkeit der Zuhörer ruht auf den Folien. Also man muss keine Angst haben, dass man selbst im Fokus steht. Die Folien sollen außerdem den Zuhörenden gleichzeitig als Handout dienen. Keiner dieser Gründe ist aus meiner Sicht überzeugend. Wir sollten nicht erwarten, dass die Menschen sich mühsam an unsere PowerPoint-Gewohnheiten anpassen. Stattdessen müssen wir unsere PowerPoint-Gewohnheiten so verändern, dass die Folien Menschen beim Lernen bestmöglich unterstützen. So zumindest argumentieren auch Atkins und Meyer aus kognitionswissenschaftlicher Sicht. Präsentationen sollen also dem Publikum dienen und nicht den Vortragenden. Die Kognitionswissenschaft gibt uns Hinweise, wie Folien auch im konventionellen Stil gehirngerechter aufbereitet werden können. Die Folienüberschrift sollte an die Überschrift in einer Zeitung angelehnt sein. Die Hauptbotschaft ist bereits enthalten. Bieten Sie eine Orientierung, wie die Folie aufgebaut ist, damit die Zuhörenden wissen, wann sie den Screenshot anfertigen sollen oder wann das Foto lohnt. Verwenden Sie eine gut lesbare Schrift und lenken Sie die Aufmerksamkeit auf das, was Sie gerade erzählen. Wenn Sie nur den aktuellen Aspekt hervorheben, mindern Sie den Konflikt zwischen dem Zuhören und dem Lesen der anderen Folienteile. Verzichten Sie auf Unnötiges. Ja, und die Animation ist natürlich auf den Vortrag abgestimmt. Im Handout darf die Folie dann vollständig abgebildet sein. PowerPoint bietet passende Optionen und Animationen, um Texte absatzweise zu präsentieren und weitere aufmerksamkeitssteuernde Animationen zu realisieren. Kommen wir zum kreativen Präsentationsstil. Wie können Sie Folien kreativer erstellen und sich damit von der Masse abheben? Diese Grafik kennen Sie schon. Im konventionellen Stil war sie als Balkendiagramm mit Wertetabelle umgesetzt. Der Informationsgehalt ist identisch, die Grafik jedoch deutlich ansprechender. Der kreative Präsentationsstil muss nicht zwangsläufig aufwendiger sein. Ein wenig Passion schadet jedoch nicht und wird von einer aktuellen PowerPoint-Version leicht gemacht. Am vergangenen Freitag hatte ich eine knappe halbe Stunde Zeit für die Erstellung einer Präsentation. Diese vier Folien waren das Ergebnis. Die Präsentation wurde auf Basis einer PowerPoint-Design-Vorlage erstellt. Das Farbschema wurde in diesem Schritt mit festgelegt. Die Erstellung einer der Folien möchte ich Ihnen nun genauer vorstellen. Zunächst wurden vier Elemente eingefügt. Die Überschrift, ein Link zum Standort und ein Link zu einem Video und ein Foto. Im Startmenü von PowerPoint finden Sie Designideen zu Ihrer Folie, die Sie einfach auswählen können. PowerPoint hat in meinem Falle unter anderem diese Folie vorgeschlagen. Die beiden Icons wurden auf Basis des Textes mittels KI, also künstlicher Intelligenz von PowerPoint, selbstständig passend eingefügt. In diesem Abschnitt möchte ich fünf Techniken zur Reduzierung des PowerPoint Overload vorstellen. Sie sind angelehnt an die Empfehlung von Cliff Atkinson und Richard Meyer. Erstens,
nutzen Sie klare Überschriften und Signalisierungen. Neben aussagekräftigen Überschriften helfen vor allem Signalisierungen bei der Verarbeitung der Informationen. Das können Pfeile sein, aber auch andere Hervorhebungen. Einige davon habe ich vorhin schon gezeigt, andere können Sie bei einigen Videos auf unserem YouTube-Kanal in Aktion sehen. Diese fünf Prinzipien hier können Sie also genauso auch auf andere Formen von Präsentationen beziehen, zum Beispiel auf Videotutorials. Zweitens, bieten Sie eine klare Struktur und unterteilen Sie in kleinere Happen. In PowerPoint können Sie hierfür Abschnitte und Abschnittzooms verwenden. Sie sehen hier die Strukturierung für diesen Vortrag. Drittens, sprechen Sie Texte, anstatt sie auf den Folien zu zeigen. In PowerPoint können Sie wunderbar die Referentenansicht hierfür nutzen. Damit haben Sie selbst beim Vortrag Unterstützung, ohne gleichzeitig für Overload bei den Zuhörern zu sorgen. Die Referentenansicht bietet zudem nützliche Werkzeuge in der Live-Präsentation, wie zum Beispiel einen Timer und einen Laserpointer. Im Notizbereich ist auch für Regieanweisungen Platz. Auch ich präsentiere gerade mit der Referentenansicht. Sie haben im Handout Gelegenheit, Folien und Text zusammenzuführen. Auch hier hilft Ihnen PowerPoint mit der Ausgabe von Notizseiten weiter. Viertens, ja, verwenden Sie visuelle Elemente gemeinsam mit Text. Menschen lernen besser, wenn Sie visuelle Elemente und Text gemeinsam verwenden. Das Beispiel hier kennen Sie schon. Fünftens, entfernen Sie alle Folienelemente, die für Ihre Botschaft unnötig sind. Das gilt für überflüssigen Text genauso wie für überladene Grafiken. Mit der Aufzeichnung von Präsentationen verändert sich alles. Aus flüchtigen Vorträgen werden asynchrone Ressourcen. Die Reichweite erhöht sich dramatisch. Das Pausieren erlaubt das vollständige Erfassen der Folien, angepasst an die eigene Lesegeschwindigkeit. Auch das Wiederholen, die gezielte Auswahl von Kapiteln oder die Veränderung der Abspielgeschwindigkeit veredeln die Präsentation. Die Loslösung von Zeit und Ort erhöht die Verfügbarkeit exzellenter Quellen. Gelegenheit ist also da. Betrachten Sie Präsentationen erneut mit einer anderen Brille. Wie sind sie umgesetzt? Was kennzeichnet die Vortragenden und was deren Folien? Was gefällt Ihnen nicht? Ich habe für Sie noch eine kleine Auswahl hilfreicher Videos zusammengestellt. Und hier sehen Sie auch die verwendete Literatur für diesen Vortrag. Mein Fazit in einem Satz lautet: Lassen Sie Ihr Publikum spüren, dass es Ihnen wichtig ist. Vielen Dank für Ihre Zeit.